Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit Ihnen ein weiteres Kapitel der Pränataldiagnostik besprechen. Aber fangen wir mit dem Erstsemester-Screening an. Und das Erstsemester-Screening in der klassischen Form ist zu verstehen als eine kombinierte Untersuchung aus einer Messung von sonografischen Markern, aus der Beurteilung des mütterlichen Alters und aus der Hinzuziehung von Serummarkern, dem HCG und dem PAPA. Screening bedeutet nie das Stellen einer Diagnose. Screening bedeutet, wir versuchen, Risikokandidaten zu identifizieren. Das heißt, wir haben immer falsch-positiv und falsch-negativ Ergebnisse. Und das muss man, und diese Statistik dahinter, die muss man auch vermitteln. Wenn wir uns mal anschauen, wie gut funktioniert es mit dem Erstsemester-Screening auf Trisomien, dann sehen Sie jetzt hier mal eine der aktuelleren Studien an inzwischen ja auch gewaltigen Kollektiven, die solche Aussagen auch erlauben. Das, was definitiv passiert ist, ist, dass die Rate invasiver Tests dramatisch sich abgesenkt hat. Ja, und dann kommen wir zur zellfreien DNA. Fälschlicherweise manchmal, wie auch in diesem aus dem Werbeprospekt stammenden Abbildung oben links, als fetale DNA bezeichnet. Deshalb fälschlich. Ein weiterer Aspekt, den man in der Anwendung dieses Tests unbedingt beachten muss, ist, ich habe es eben schon angerissen, es gibt Testversager. Und die Testversager, die hängen insbesondere davon ab, wie viel DNA denn jetzt gefunden wird. Sie finden ja mütterliche DNA und von der Schwangerschaft stammende DNA nebeneinander im Blut. Was sind denn jetzt die aktuellen Diskussionen bezogen auf die zellfreie DNA? Und das ist so ein bisschen die Frage, wie kombiniert man jetzt am besten die Möglichkeit des Erstsemester-Screenings mit dieser zellfreien DNA. Ja, und das ist schon die Frage, macht man überhaupt noch Erstsemester-Screening? Macht man nur noch die Bluttests? Wir müssen immer schauen, in dem Moment, wo so ein Test positiv wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das denn dann auch stimmt? Und dann sehen Sie, für den Fall Trisomie 21, was ja mit 1 zu 500 unter dem Syndrom eine häufigere Erkrankung ist, dann sehen Sie im Fall, dass ein Erstsemester-Screening auffällt. Die Frage ist jetzt, was soll denn jetzt immer erkannt werden? Und da müssen wir, und das ist ganz wichtig, dass Sie unterscheiden in Fehlbildungen, die im ersten Trimenon eigentlich doch immer, so gut wie immer erkennbar sind, in welchen die potenziell erkennbar sind. Große Enzephalozellen, ja, können entdeckt werden, weil wir hier eben auch so eine große Ausbuchtung dieser Schädelform haben. Ja, das ist keine normale Kopfform. Kommen wir nochmal zu den potenziell erkennbaren Fehlbildungen. Und da sehen Sie hier mal an dem Londoner Beispiel, was wir hier eigentlich in den letzten Jahren erarbeitet haben. Ich kann Ihnen sagen, dass in ersten Screening-Studien aus den Anfang der 2000er Jahre, als das mit der Nackentransparenz gerade anfing, war die Erkennungsrate für die Spina Bifida am ersten Trimenon genau bei 0.